Hallo und herzlich willkommen zu meinem Channel Construction of Reality. Ich bin die Ellen und das hier ist die Lilu. Ja, heute geht es offensichtlich weiterhin um mein Halloween-Thema Harley Quinn. Und zwar geht es darum, wie man aus zwei alten T-Shirts oder aus zwei T-Shirts ein Harley Quinn-T-Shirt nähen kann. Und so sieht das Ganze dann aus. Mit Schnitten und allem drum und dran. Was wir dafür brauchen, ist ein Longsleeve, egal ob alt oder neu. Ein rotes Basic-T-Shirt. Ich habe dieses Mal beide auf Amazon gekauft. Das ist aber ganz euch überlassen. Dann brauchen wir doch einen Cutter und eine Schere zum Schneiden. Einen roten, einen weißen Faden. Einen Textilmarker. Und natürlich Pinnnadeln und eine Nähnadel. Kommen wir zum ersten Teil. Die Schnitte und das Abstecken. Alle Links findet ihr in der Infobox. Wir müssten an dieser Naht nach oben schneiden und können dann hier rüber gehen und dann an der Naht wieder runterschneiden. Ich orientiere mich an der Brusthöhe. Wenn hier ungefähr die Brusthöhe ist, möchte ich dann hier einen Bogen darüber haben. So, ich habe jetzt auf beiden Seiten eingeschnitten. Ich habe aber diese Naht hier gelassen. Ne? Also ich schneide nicht direkt auf meiner Naht, sondern etwas davor. Zwischen dem Ausschnitt am Hals und dem Weißen ist bei ihr nicht mehr als 5 cm. Was wir außerdem noch brauchen, ist hier unten dieser Saum. Den wollen wir nachher um die Ärmel drumherum nähen. Und jetzt kommen wir zum Weißen. Ihr Original-Shirt hat 3/4 Ärmel. Das heißt, ich werde hier abschneiden, an Seiten und dann hier links und rechts mir noch rundherum zweimal diesen Saum da drauf nähen. Von der Länge her geht Harley Quinn ihr Shirt, wenn da hier ungefähr der Bauchnabel ist, da hat sie einen Schnitt und dann geht es unterhalb von dem Schnitt geht es noch so 3-4 cm. Das heißt, ich würde ungefähr hier abschneiden. Kontrolliert auch hier, ob die beiden Seiten in etwa gleich lang sind. Wie gesagt, das ist ein Harley Quinn-Kostüm, da könnt ihr nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Wenn ihr zufrieden seid, dann schneidet das Ganze einfach ab. Jetzt müsst ihr euren Longsleeve mit dem abgeschnittenen T-Shirt anziehen. Und dann kommen eure Sicherheitsnadeln zum Einsatz. Oder eure Stecknadeln. Was mir jetzt wichtig ist, ist, dass ich so eine Naht hier und so eine Naht zusammenbringe mit der Stecknadel. Schlüpft gerne einfach mal mit dem Arm da rein und guckt jetzt, dass ihr diese beiden Nähte aufeinander bringt und steckt euch das Ganze fest. Auch hier bringe ich die beiden Nähte zusammen. Das gleiche auf der anderen Seite. Naht suchen, aufeinander legen und feststecken. Auch die beiden Nähte könnt ihr aufeinander legen und verstecken. Schön die Mitte. So, deshalb ist es wichtig, dass man bei dem roten nicht zu viel abschneidet. Denn jetzt bei dem Longsleeve zum Beispiel ist der Ausschnitt ziemlich tief. So, den möchte ich jetzt natürlich hier dann nach oben hinein verschieben und stecke mir das Ganze auch nochmal fest. Ich stecke mir jetzt gerade an der Innennaht. Hier geht der Ausschnitt hier nach oben und da stecke ich jetzt gerade fest. So, habt ihr das so weit abgesteckt? Brauchen wir natürlich noch die Streifen an den Ärmeln. Da haben wir uns ja vorher den Saum abgeschnitten. Den schneiden wir jetzt einfach hier in der Mitte durch und legen den ganz glatt über den Ärmel. Wenn wir den nachher annähen, wird der recht steif da drum rumgehen, weil wir kein elastisches Band benutzen. Deshalb seid sicher, dass ihr bei diesem Bereich immer noch mit eurem Arm durchpasst. So, steckt euch das Ganze jetzt auf beiden Seiten ab. Es kann sein, dass es nicht ganz reicht. Wenn es nicht ganz reicht, ihr habt ja noch mehr von eurem T-Shirt, schneidet euch einfach nochmal einen Streifen ab und benutzt ein Stück davon.
Und dann wären wir auch schon fertig mit dem Abstecken und kommen zum Nähen. Für das Nähen brauchen wir eine Nadel mit einem weiten Nadelöhr, denn wir wollen unseren Faden, in dem Fall einen schwarzen Faden, doppelt nähen. Denn wir wollen ja schließlich, dass man diesen schwarzen Faden sieht. Als erstes gehen wir zur einen Achse und nähen den Faden mit ein paar Stichen, vielleicht 5 Stichen, nähen wir den erstmal an. Und dann wollen wir die beiden T-Shirts zusammennähen. Das mache ich hier mit einem Zickzackmuster. Ich steche nach etwa 5 mm schräg ein und gehe dann in genau das gleiche Loch nochmal rein und komme auch bei dem gleichen Einstechloch wieder raus. Dann steche ich wieder nach 5 mm ein und gehe wieder in das gleiche Loch von vorhin und versuche wieder aus dem gleichen Loch rauszukommen. Und so geht das dann dahin immer wieder. 5 mm vor, etwas schräg wieder raus und direkt zurück in das gleiche Einstichloch und versuchen wieder bei dem gleichen Ausgang rauszukommen. Die ganze Strecke entlang bis hin zur Achse. Ich gehe sogar jetzt über die Achse noch etwas hinweg, sodass ich mir ganz sicher bin, dass es danach auch wirklich reißt. Wenn ich dann zufrieden bin, drehe ich das Ganze auf links und nähe es an der Innenseite fest. Das gleiche dann auf der anderen Seite, da habe ich ja erst bei der Achse angefangen. Da steche ich bei der Achse auch nochmal ein und nähe nochmal so 5 cm über die Achse drüber mit dem gleichen Stich. Auch dann am Ende nähe ich das Ganze fest, in der Innenseite auf links und schneide den Faden ab. Die beiden Krägen sind mit ganz einfachen Stichen aneinander genäht. Einfach auf der rechten Seite wieder mit etwa 5 Stichen festnähen und dann immer nach 5 mm einstechen. Das Ganze von der einen zur anderen Seite und dann wieder festnähen. Die Streifen an den Ärmeln sind mit rotem Faden genäht. Auch den habe ich doppelt genommen. Den Anfang der Streifen einfach mit etwa 3 bis 5 Stichen festnähen und dann immer parallel zum Rand einen etwa 1 cm langen Einstich machen, 5 cm zurückspringen, also zwischen deine beiden Einstichlöcher und nochmal 1 cm nach vorne. Du machst quasi einen Schritt nach vorne, einen halben Schritt zurück, einen Schritt nach vorne, einen halben Schritt zurück und das den ganzen Weg entlang. Bis du am Ende angekommen bist, dann nähst du das Ganze fest. Parallel darunter habe ich nochmal ganz einfache und etwas längere Stiche aneinander genäht. Durch diese beiden Stiche oder durch diese beiden Reihen wird dieser rote Streifen nun natürlich relativ steif und ist nicht mehr elastisch. Am Ende nähe ich das Ganze fest und probiere, ob ich mit meinem Arm noch durchkomme. Funktioniert alles, passt. Okay, also dann den zweiten Streifen, das gleiche nochmal. Wir sind jetzt soweit fertig. Ich habe hier alles mit der Hand genäht. Hier hinten habe ich vernäht, sodass ich hier nichts vernähen muss. An den Seiten habe ich nur bis hier genäht. Und links und rechts habe ich jetzt hier diese roten Streifen auch noch angenäht. Kommen wir jetzt zum nächsten Schritt, der Schrift. Die Typo aufzeichnen, Daddy's Little Monster. Jetzt habe ich mir hier dieses Daddy's Little Monster ausgedruckt. Und jetzt schaue ich, wie ich das da draufsetzen möchte. Ich orientiere mich immer noch an der Brusthöhe. Wenn hier etwa die Brust ist, das ist von hier Little Monster, läuft hier so drüber. Also von der Größe her passt das jetzt. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich das Ganze übertragen kann. Zum einen natürlich, sodass ihr zumindest hier grob die Größe ausschneidet und dass ihr dann das Ganze hier nachfahrt. Ihr könnt zum Beispiel mit einem Stift durchdrücken und euch diese ganzen Punkte markieren und es dann selber nachfahren. Oder ihr nehmt das Ganze unten drunter
Wenn ihr jetzt das gleiche T-Shirt gekauft habt, das ich hier habe, dann könnt ihr jetzt schon drunter durchsehen und ihr zeichnet das einfach ab. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch ein Tablet oder ein Handy oder natürlich eine Leuchtplatte darunter legen und dann seht ihr das Ganze noch besser. Da könnt ihr dann auch abzeichnen. Dafür müsstet ihr euch das noch festkleben, links und rechts, innen drinnen, mit einem Klebestreifen. Ihr könnt natürlich auch mit dem ganzen T-Shirt bei Tageslicht ans Fenster gehen und es dann abpausen. So, jetzt brauchen wir einen Textilpainter. Ich habe hier einen von Marabou genommen, den habe ich euch unten verlinkt. Ihr könnt bei jeder Art von Textilmarker benutzen. Passt hier auf, dass ihr das T-Shirt nicht lang zieht. Legt einfach eure Hände darauf, natürlich nicht auf das frisch gemalte, dass ihr das nicht verschmiert. Ihr könnt auch ein Papier benutzen und es mit auflegen, so wie beim Zeichnen mit dem Bleistift, dass ihr auch bestimmt nichts verwischt. Drückt auch nicht zu fest auf. Manchmal ist Tupfen ganz gut. Lasst das Ganze auch mal trocknen zwischendrin und geht nochmal drüber. Wenn ihr fertig seid, lasst das Ganze für eine Stunde trocknen und bügelt nochmal drüber. Bügelt über die ganze Fläche drüber, denn nun im Anschluss wollen wir unsere Löcher hineinschneiden und auch nochmal vernähen. Ich habe bei diesem Longsleeve versucht, genau die gleichen Löcher und Nähspuren zu kreieren wie beim Original. Dafür habe ich mir jetzt erstmal eine Schneideplatte genommen und habe die hineingeschoben. Den ersten Schnitt, den ich machen möchte, da müsst ihr nicht unbedingt einen Schnitt machen, ihr könnt auch nur nähen, aber ich wollte, dass es besonders authentisch aussieht. Der geht hier von der rechten Achse nach unten in Richtung Bauch. Ich nehme wieder einen schwarzen Faden, nehme den auch wieder doppelt, ich möchte, dass man es gut sieht und nähe den jetzt erstmal an mit 3 bis 5 Stichen. Und hier haben wir jetzt unseren Kreuzstich. Und der ist viel weniger kompliziert, als er aussieht. Ihr stecht einfach nach 8 mm ein und geht da zurück zu den beiden Einstechlöchern von zuvor. So, da war. Und dann wieder zurück zu den beiden ersten. Ihr springt also quasi parallel mit eurer Nadel. 8 mm vor, 8 mm zurück. 8 vor, 8 zurück. Das Ganze nochmal nach etwa 8 mm einstechen. Und dann diese 8 mm wieder zurück in die beiden Einstechlöcher von zuvor. Und wieder genau in die beiden von eben. Und das nun die ganze Reihe entlang. Ich steck mir das Ganze hier nochmal eben ab und nähe dann die ganze Reihe vor. Ganz vorne nähe ich meinen Faden auf links ein und gehe dann am Ende hier nochmal durch die Schlinge durch. Dann ist das Ganze etwas stabiler. So, nun markiere ich mir das Ende meines nächsten Schnittes. Hier würde ich wirklich einen Schnitt machen, denn hier ergeben sich 2 Löcher. Dieser Schnitt geht hier in einem Bogen bis unterhalb unserer Naht von eben. Auch hier stecke ich mir den ganzen Schnitt noch einmal ab. Dieses Mal nehme ich einen weißen Faden, auch den habe ich doppelt genommen, nehme den am Anfang fest und dann wieder mit ganz simplen Stichen nebeneinander bis hin zu etwa der Höhe von dem M von Daddy's Little Monster. Dort haben wir ein etwa 2 cm langes Loch. Dort nähe ich meinen Faden fest und springe dann einfach an der unteren Seite entlang mit einem einfachen Einstich. Nähe dann meinen Faden nochmal fest, sodass dieses Loch, etwa 2 cm langes Loch, entsteht und dann nähe ich mit ganz einfachen Stichen weiter, bis ich am Ende angekommen bin. Dort möchte ich, dass nochmal ein Loch entsteht, ein bisschen größeres, so 3 cm. Dann nähe ich meinen Faden auch einfach nochmal fest und schneide ihn ab. Direkt darunter sind einfach 2 Löcher, die könnt ihr einfach einschneiden. Darunter sind dann nochmal 2 so ganz kleine Löcherchen, könnt ihr auch einfach mit dem Cutter einschneiden. Und dann kommt das
längste bzw. der wichtigste Schnitt mit dem größten Loch am Bauchnabel. Den müsstet ihr auch auf jeden Fall einschneiden, denn dort entsteht ja auch dieses Loch. Einmal abstecken, den weißen Faden annähen und auch hier wieder mit ganz simplen Stichen bis zu diesem Loch, etwa auf Bauchnabelhöhe. Dann so gute 4-5 cm freilassen, da dann auch nochmal annähen und diese letzten 3-4 cm nochmal aufnähen. Dann seid ihr mit eurem Harley Quinn T-Shirt auch schon fertig. Ja, das war's. Das ganze Harley Quinn T-Shirt fertig. Das habt ihr wahnsinnig gut gemacht. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hatte mit diesem Projekt mega viel Spaß und freue mich schon wahnsinnig auf meine Halloween-Party am 31. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich und Lilo unterstützt und uns abonniert. Ich freue mich, euch ganz bald wiederzusehen. Hier noch ein Link zu meinem anderen Harley Quinn-Video, falls ihr eine Harley Quinn zeichnen wollt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf und bleibt unbedingt kreativ.